Wir sind hier, weil heute Feiertag ist und wir müssen heute mal auch Sachen machen, die wir uns immer vornehmen, wenn wir hier am Anfang erzählen, was gemacht werden soll. Meistens machen wir das ja dann immer gar nicht. Aber heute machen wir das. Und zwar werden wir heute im Gewächshaus die Gurken und die Tomatenpflanzen einsetzen. Das machen wir gleich zu Anfang, damit das nicht alles immer wieder so durcheinander geht. So erstmal dann wieder zeigen, wie weit das Gemüse gewachsen ist. Und das machen wir später. Wir werden jetzt direkt in das Gewächshaus gehen und die Gurken und die Tomatenpflanzen einpflanzen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Kompost und wir brauchen eine Schaufel und wir brauchen eine Schubkarre und ich habe Hunger und will nach Hause. Tschüss. Tschüss. Wir gehen Also, jetzt doch nicht ins Tomaten- und Gurkenzelt, sondern werden jetzt doch hier irgendwie auf dem Acker was gucken und machen. ja, es war jetzt meine Idee. Wir könnten ja genau 2 Stunden jetzt hier arbeiten. Dann ist es 18 Uhr, wenn wir wieder fahren. Dann haben wir jetzt genau 2 Stunden Zeit und können 1 Stunde hier auf dem Feld nochmal ein bisschen ordentlich alles machen und dann 1 Stunde im Gurken- und Tomatenzelt. Aha, also 1 Stunde hier und 1 Stunde Gurken. Nee, obwohl wir müssten vielleicht nur eine halbe Stunde hier und dann hätten wir Dreiviertelstunde für eine Gurke und eine Dreiviertelstunde für die Für ein Bier. Tomate. Das hat Auch sich für jetzt ein Bier, gereimt. ja. Na gut, dann fangen wir erstmal Vielleicht so, hier, oder? doch erstmal hier an und Ja, danach zumindest geht's mal ins gucken, Zelt. ne? Als erstes zeige ich hier nochmal den Borretsch. Den zeige ich jetzt jedes Mal. Und wir können nochmal ein bisschen hier gleich anfangen. Bisschen. Ja, Ja. und hier die Oh, das ist ja toll. Guck mal, die Kartoffeln kommen auch schon Kartoffeln. wieder rausgewachsen. So, die Kartoffeln sind aufgehäufelt. Die 3 rein. Wochenende geht's weiter. Und wonach gräbst du? So, hier kommen unsere Gurken rein. Was für Gurken waren das eigentlich noch? Das waren lange Gurken und einmal kurze Gurken oder so. Ganz schön warm hier in dem Zelt. Ja, das ist die Bewässerungsanlage. Hier sind solche Nupsis. Da. Und da kommt dann Wasser raus, so tröpfchenweise. Und dann wachsen die Gurken wie sonst was. Aber erstmal muss in die Erde noch Kompost rein. Und den Kompost hole ich gleich. Los geht's! Da lang. So. Jetzt mit Schwung. Das machst du sehr professionell. So, also hier haben wir einmal die Mini-Gurke, diese hier. Die nicht so Mini-Gurke ist diese hier. Mal gucken, welche nach vorne und welche nach hinten kommt. So, Gurken sind drinne. Jetzt müssen sie nur noch wachsen. Ach ja, wenn in 2 Wochen oder so müssen wir die noch hochbinden, damit sie hochwachsen können. Für den Donnerstag haben wir heute genug getan. Wir machen am Wochenende weiter und machen wie immer unseren obligatorischen Zeitsprung. Wie geht er jetzt nochmal? Ach so, müssen wir beide gleichzeitig sagen. Eins, also schwupp. Eins, zwei, drei, schwupp. Heute ist es sehr, sehr, sehr warm und bei sehr warmem Wetter soll man nicht so viel auf dem Acker machen.
denn man bekommt einen Sonnenstich und Sonnenbrände und deswegen sind wir nur ganz schnell da, um ganz schnell ein bisschen Salat und ein paar Radieschen zu ernten und werden dann morgen weitermachen. Julia wird jetzt noch zwei Kürbisse einsetzen. Nein, ein Kürbis und einen Salat und Petersilie. Denn es ist noch relativ viel übrig. Ja, eben, da ist ja Platz, ne? Hier, das ist eine Spießerschaufel. Au! Ja, ist irgendwie ein Konstruktionsfehler, oder? Ja. Aber kannst du ein bisschen probieren. Akupunktur dabei. Genau, da, ja, das ist es nämlich. Blühende Schnittlauch. Und ich merke jetzt meinen Sonnenbrand. Wir müssen schon wieder einen Zeitsprung machen. Ups, schwupp. Schwupp, jetzt sind wir wieder da. Einen Tag später, immer noch super heiß. Jetzt habe ich hier die vorgezogenen Grünkohl, Rosenkohl und ich glaube sogar Brokkoli war dabei, Pflänzchen dabei von zu Hause. Und die kommen jetzt in die freie Natur. Mal gucken, ob das was wird. So, jetzt kommen erstmal große Löcher in die Erde und da kommt dann Kompost rein und dann die Grünkohlpflänzchen. So, jetzt sind alle Grünkohlpflänzchen drin und mal gucken, ob die was werden. Ja, dann beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss, bis zu den nächsten Gemüse-News. Tschüss.